Hallo Leute, da hat's 105 hier mit Let's Play unterwegs in Düsterburg. Ja, wir haben beim letzten Mal die Kanalisation erforscht und ich würde sagen, wir gehen da auch wieder zurück, aber hier ist was Komisches. Ein Gullideckel, er ist von unten festgekellert, sodass er nicht geöffnet werden kann. Was ist hier nur los? Dann gehen wir hier runter. Gucken uns weiter in der Kanalisation um. Ja, wir haben ja beim letzten Mal unserem Typi-Freund hier unten geholfen, dem König der Kanalisation sozusagen, seine Gemahlin zu finden. Danke, meine lieben Freunde! Und, ne? Ja. Wir wollen uns jetzt hier noch etwas weiter umgucken, hätte ich gesagt. Nö. Granny sagt nö, dann ist es nö. Was ist hier los? Kreuz. Hey, das grippert einen Ring am Finger. Mitnehmen. Moment, auf der Innenseite ist etwas eingraviert. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Hoppla, ich fürchte, wir haben ein neues Problem am Hals. Nein, das war nur ein Scherz, Dankwald. Da steht nur ein Name, Magda. Das ist doch der Name der alten Dame, die ihren Mann vermisst. Ihr habt recht, Dankwart. Oh je, wir haben die sterblichen Überreste ihres Gatten gefunden. Das stimmt. Toll, hier ist nix. Na dann, Kampf! Heulendes Elend greift an. Ja. So, Schwertanz und Feuerball. Und machen wir mal Stoßgebiet. Das haut ganz schön rein, meine Herren. Alles nicht schön. Boom. So, Grandy haut drauf. Feuerball und Dankwart macht mal Genesung für Julie. Magische Barriere. Das ist nicht schön. Aber wird werden. Machen wir mal Schockfrosten. Ja, Schockfrosten und nochmal das Stoßgebet. So, komm, geh down. Eis bringt irgendwie nicht so viel. Meine Herren. Blitz und Attacke. Ja, schon wieder magische Barriere. Ah, Heulendes Elend bricht zusammen. Sehr schön. 800 EP. Grandy Stufe 20. Schlösser knacken gelernt. Julie Stufe 21. Libra Stufe 19. Oh boy. So, was haben wir denn hier so? Wasser? What? Schon wieder Zombies. Junior-Wiedergänger. Okay, ein Schloss ist vor den deinen Dietrichen sicher. Na gut. Okay, okay. Schwertanz und Feuer und Stoßgebiet. So. Diesen kleinen Stinky werden wir doch jetzt hier wegbrezen können. Das kann doch gar nicht sein, meine Herren. So. Bomb. Weicht aus! Oh boy. Blitz und eine normale Attacke. Jawoll. Ja, kann ich mir schlecht lieber. Okay. Gut. Ja. So, schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Im Angebot. Ah ja. Wo geht's denn hier nochmal raus? Ah, okay. Da kommen wir hier beim Eingang von Düsterburg raus. So, schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier so? Schalter. Wo wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge wir die drücken sollen. Das ist immer gut. Ja, nicht für uns. Okay, alles kein Thema. Wir gucken mal weiter. So, hier haben wir uns... Moment, was ist das? Da hat jemand was an die Wand geschrieben. 2, 10, 6, 4, 12, 8. Ob das eventuell die, ja... Reihenfolge der Schalter ist, man weiß es nicht, aber es ist stark anzunehmen. Doch, es müsste es gewesen sein. Ich brauche bloß mal kurz einen Zettel. Dann notieren wir uns das. So.
2 und 10, 6, 4, 12, 8. Gut. Okay. So, genau. Also man findet die Hinweise eigentlich relativ gut hier unten. Ich glaube, dass das uns sowieso nur etwas bringt, um Grandy aufzuwerten. Also, 2. Wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass damit Uhrzeiten gemeint sind. Das heißt, ich würde sagen 2. Jetzt lassen sich die Schalter nämlich auch betätigen. 10, 6, 4, 12 und 8. Okay. Damit ist das Wasser dort abgeflossen. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Es ist schon etwas her, dass ich UED gespielt habe, aber ich meine, im Prinzip, man vergisst es nicht. Ne? Das. Warum immer Kämpfe? Ah! Kann ich fliehen? Keine Chance. Super. Nochmal? Okay. Sehr schön. Danke. Ich mag jetzt gerade mal nicht, weil wegen und so. So, hier haben wir wieder Kreuze. Hier haben wir wieder. Okay, nee. So, wo ging es jetzt nochmal? Wie kamen wir nochmal nach da oben hin? Ging das hier? Nee, hier kommen wir raus. Hier kommen wir. Okay, hier kommen wir hier raus. Gut. Ah, da ist schon wieder der Wiedergänger. Der Jung. Danke. Ja, ja. Oh, da ist er wieder. Schnell weg. Gottes Willen. Was ist hier nur los? Genau, hier kommen wir nicht durch. Das ist wieder der alte Sack. Gut, den brezen wir jetzt zusammen, weil der nervt. Mann! Feuerball und müssen wir uns heilen. Ja. Machen wir mal. Danke mal zur Allheilung, das ist schön. Und Grandy britzt nochmal richtig drauf. Okay, weicht aus, ist gut. So, Solarplexus, Blitz und Stoßgebiet. Komm, mach den alten Sack fertig. Oh, Dankwart, sehr gut. Oh, schön. So, Dankwart Stufe 22. Tut, tut. So, genau, hier haben wir jetzt das Wasser abgelassen und genau, da können wir nicht rüber, aber wir können hier entlang. Dumti, dumti, dum, hier haben wir wieder Kämpfe und eine Truhe. Vampir-Spalter gefunden. Und Kampf. Darf ich nochmal kurz flüchten? Nochmal? Danke. Möchte nur kurz umrüsten, dann können wir kämpfen. So, das ist nämlich was für Grandy. Mächtiges Schwert, fast. Ein kleiner Zweihänder. Und das Langschwert. Jetzt gucken wir mal. Kurzschwert magisch. Vampirspalter. Ah. Nachtschwarz mit Runen übersäte Klinge. 223. 184. Mhm. Na, dann wechseln wir mal das Langschwert aus. Gegen den Vampirspalter. Hätte ich gesagt. Und, ja. Das lassen wir dann mal so. Gut, unsere anderen Jungs und Mädchens. Warum habe ich die nicht ausgewählt? Ach so, weil die Attacke dann runtergeht. Aber gut, Libra greift ja fast eh nur mit Zauber an. Das ist ja eh, also sie greift eh nur mit Zaubern an, deswegen ist das relativ. Dann machen wir die Parade ein bisschen. Okay, dann rüstet aber den Kampfstab ab. Nee, dann machen wir das doch nicht. Dann machen wir das doch nicht. Mit Trillschild. Bringt für Dankwart was, dann legt er den an. Und, okay. Dann, gut, safen können wir nicht. Dann stürzen wir uns in das Furchtbare und wollen uns gleich mal die neue Geschichte angucken. Es gibt nämlich jetzt eine epische Animation. Mehr oder weniger episch. Jeden Schlag, den Grandy ja macht, das ist der Vampirspalter, das zweite. Praktisch. Jede Animation steht für ein Schwert, das er angelegt hat. Und ja. So, machen wir Blitz und du machst mal Genesung auf Libra. Okay. Gut. Und jetzt geht er dran, oder? Weicht aus! Alter Falter! Blöder Hund, du.
Parade. Okay. So, Grandy, komm. Critical, sehr, sehr schön. Okay. Julie, Stufe 22, lieber 20, meine Herren. Gut. So, damit haben wir jetzt vorerst, glaube ich, in der Kanalisation alles erledigt. Soll bedeuten, wir werden jetzt mal verduften. So. Ach stimmt, der ist versperrt, da war was. Da war was. Dann gehen wir hier raus. So, dann werden wir jetzt mal die Omi besuchen, zwecks Ringe von ihrem Mann. So. Omi, Moment. Ich mach schon wieder Zeug. Nee, halt. Atze, please. So. Nee, das ist der Priestertypi. Das hier ist die Omi. Ach, meine lieben Herrschaften, schön euch wieder zu sehen. Was gibt's diesmal? Magda, ich muss euch sagen, dass meine Freunde und ich in der Kanalisation waren. Bei einer Leiche fanden wir diesen Ring. Es steht euer Name drauf. Sicherlich ist es euer Ehering. Joni wird niemals zu euch zurückkehren können. Ich habe schon immer geahnt, aber mir fehlte die letzte Gewissheit. Vielen Dank, gute Leute, dass ihr mir den Ring gebracht habt. Jetzt kann ich endlich Abschied von meinem Joni nehmen. Danke, dass ihr mir von Johnnys Tod berichtet habt. Ja, das hat uns das jetzt überhaupt was gebracht? Anscheinend nicht. Na gut. Gut, wie gesagt, Kanalisation haben wir soweit alles erledigt. Jetzt ist es so, dass ich nochmal kurz gucken möchte. Können, nee, nicht können, sondern Ausrüstung. Tempo 90. 173, 109, 93. Gerade die sind nämlich ziemlich langsam. Jetzt schauen wir mal, was die Omi noch hat. Bis auf die Weine ist alles aus. Das ist nämlich das Problem, ja. Wie gesagt, mit Fortschraufen, mit mit fortschreitendem Spielfortschritt hat die Omi oder die Frau hier nichts mehr anzubieten. Und mentale Kräfte ist natürlich, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Gut, wir haben Schlösser knacken gelernt. Bedeutet, wir können jetzt in dieses Haus da rein. Da war die Tür nämlich verschlossen und das wollen wir jetzt mal machen. Verschlossen, merkwürdig. Drinnen brennen überall Lichter. Ich könnte versuchen, das Schloss zu knacken. Mhm. Was? Dieses Haus? Ich kenne es. Julie, warte. Grandy Libra, das seid ihr... Sie sind in Trance. Und hier in diesem Haus leben die Schatten ihrer selbst. Musst du denn unbedingt wieder hinaus zu den anderen? Der Herzog hat Spione überall irgendwann. Es muss sein, lieber Lazzalandel verlässt sich auf mich. Ich weiß, aber irgendwann wird der Herzog von euren Treffen erfahren. Und dann, was wird aus uns? Es wird nicht mehr lange dauern, Liebste. Das verspreche ich dir. Unsere Pläne sind schon so weit fortgeschritten. Schon sehr bald wird Manfreds Schreckensherrschaft ein Ende haben und ein neuer Herzog den Thron besteigen. Ist ja schon gut. Es ist ja nur meine Sorge um... Ach, vergiss es einfach und versprich mir, dass du dich auf mich, auf dich aufpasst. Keine Sorge, ich werde bald wohlbehalten zurück sein. Oh boy, was war das? Ihr solltet besser eure Fenster verrammeln, wenn ihr keine unerwarteten Besucher wünscht. Auch wenn ihr der Herzog seid, ist es euch nicht gestattet, so einfach in mein Haus einzubrechen. Ach ja, dann verklag mich doch. Bei der Gelegenheit könnt ihr das Gericht dann auch über... Meint ihr das? Ich rede von euren konspirativen Sitzungen und diesem Schnösel der Zalandin und seinem nichtsnutzigen Kumpel Rank. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Eure Mini verrät das Gegenteil, aber keine Sorge. Ich habe nicht vor, das Urteil über den Richter... Ja. Ich fälle den Richterspruch lieber selbst. Schuldig in allen Punkten. Das wird jetzt Zeit, das Urteil zu verstrecken. Wie? Ich dachte, er fällt jetzt über uns her, aber... Oh, Grandy, schnell, er hat es nicht auf uns abgesehen. Bei den Göttern schnell nach oben. Oh boy. Meine Güte, der Herzog. Das war nicht real, aber auch keine Fantasie. Was war das? Das war unsere Erinnerung, Grandy. Ihr seid in eine Art Trance gefallen, als wir diesen Raum betraten und eben waren da noch zwei geisterhafte Gestalten, die euch aufs Haar glichen.
Sie verschwanden in dem Moment, als ihr aus eurer Starre erwacht seid. Dieses Haus ist unser Haus. Wir haben hier zusammen gelebt. Ja, schon. Julie? Verstehst du nicht, Granny? Julie ist auch hier zu Hause. Sie hat ihren Futternapf gefunden. Sie sieht nicht gut aus, unsere Julie. Sie ist halt ein Kampfhund, kein Kampfhund. Du hast recht, sie hat ziemlich viel eingesteckt in letzter Zeit. Wir sind doch jetzt wieder zu Hause, Granny. Wie wäre es, wenn Julie hier bleiben darf? Es wird immer gefährlicher und sie hat keine Rüstung. Ich bin ganz deiner Meinung. Sie hat sich etwas Frieden verdient. Wir sollten uns hier umschauen, Kinder. Dieses Haus birgt sicher noch weitere Geheimnisse. Ach ja? Gewürze, schwarzer, weißer Pfeffer, rote Paprikaschoten, Chili-Pfeffer. Hier mag es aber jemand scharf. Lecker. Ach ja, der Herd. Ich erinnere mich jetzt wieder, wie ich früher hier meinen berühmten Hackbraten zubereitet habe. Und wenn du nicht gerade deinen berühmten Hackbraten gemacht hast, habe ich hier für uns beide gekocht. Schreckliche Erinnerungen werden wach, wenn ich daran denke, wie oft Libra mich hier zum Abspielen verdonnert hat. Wer glaubst du denn, hat hier abgespielt, wenn du dich mit deinen Kumpels zu euren konspirativen Sitzungen getroffen hast? Ein Korb mit frischen Äpfeln. Frische Äpfel? Hier wohnt doch keiner. Ein Topf voller Honig. Nom, Honig. Fehlt nur noch Winnie Pooh. Tischdecken und ähnliches Zeug. Julie? Serviettenuntersetzer und Eierwärmer. Genau das, was wir jetzt brauchen. Eierwärmer. Julie, please. So. Zwei Heiltränke, zwei Mariesalz gefunden. Jede Menge Bücher, heilige Strohsack, was sind denn das für Titel von den Vampiren oder Menschensaugern? Von Werwölfen und anderen Tiermenschen, künstliche Menschen, schwarze Messen, eine Fundgrube des Wissens. You don't say, Grandy. Nix. Die Kisten sind alle leer. Schade. Wäsche, Unterwäsche, um genau zu sein, Damenunterwäsche. Ich wusste ja gar nicht, dass Libra solche Sachen trägt. Ich vermute mal, dass dir das früher ganz gut gefallen hat. Boah, was für ein Gestank. Schuhe, meine Größe. Das siehst du mal, Grandy. So. In dieser Kiste habe ich meine Waffen aufbewahrt. Leer. Ich hätte jetzt erwartet. Vielleicht hat Warnfried die Waffen ja mitgenommen. Oder ihr selbst habt es getan, Grandy, in einer anderen Zeit oder vielleicht eher an einer anderen Wirklichkeit. Wie meint ihr das, Dankwart? Es ist offensichtlich, dass Warnfried sich meiner Forschungsergebnisse bedient hat, um den Zeitlauf zu manipulieren. Ein Ergebnis könnten wir hier in Düsterburg betrachten. Stillstand. Euer Schicksal, Grandy und Libra, lässt mich jedoch vermuten, dass Warnfried noch einen Schritt weiter gegangen ist. Er hat den Zeitlauf direkt manipuliert, hat massive Veränderungen am Lauf der Dinge vorgenommen. Worauf wollt ihr hinaus? Alles spricht dafür, dass Libra und ihr in diesem Haus leben solltet. Aber dieses Haus ist verlassen und es scheint darin zu spuken. Ich vermute, der Herzog hat versucht, euch beide auszulöschen, indem er eure Existenz durch den Eingriff in die Zeit unterbunden hat. Aber wir sind doch hier, Dankwart, wir existieren. Ich weiß, liebe Libra, und das bestärkt mich noch in meinen Vermutungen. Warnfried hat meine Aufzeichnungen offensichtlich nur so weit gelesen, wie sie ihm nützlich schienen. Das Universum besitzt gewisse Konstanten. An bestimmten, meist entscheidenden Punkten bilden sich Knotenpunkte im Zeitenlauf. Ich denke, dass wir einen dieser Punkte vor kurzem erreicht haben, und da gab es ein Vakuum. Ihr beide wart nicht mehr da. Die Götter, der Weltgeist, die kosmische Konstante, ganz gleich, wer auch für die Ordnung der Dinge zuständig ist. Es hat entschieden, dass ihr beide in dieser Welt existieren müsst, damit das Schicksal der Welt seinen Lauf nehmen kann. Ich bin ein Hau drauf, Dankwart. Kein Mann des Geistes. Könnt ihr mir das bitte nochmal erklären, für Dummies? Nun ja, Grandy, diese Dinge lassen sich nicht so einfach in ein paar leicht verständliche Sätze packen. Er meint, dass alles, an das wir uns erinnern, die Realität ist, wie wir sie eigentlich sein sollte. Doch Warnfried hat diese Realität verändert, um uns unsere Existenz zu rauben. Aber er hat sich verrechnet. Wir sind wieder hier, wo wir hingehören. Und wir werden ihn dorthin schicken, wo er hingehört. Weise gesprochen, lieber meine Herren. Noch mehr Bücher zu ähnlichen Themen. Jede Menge nutzloses Zeug. Moment mal, da drunter ist ein Kästchen versteckt. 2000 Taler. Yay.
Duna Wetter nochmal nach. Nix und nix. Und nix und nix. Holz? Nö. Gut. So. Ja, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, das war's für heute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in unterwegs in Düsterburg, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, dann werdet ihr das erleben. In diesem Sinne bin ich der Arzt 105. Bis denn und ciao, ciao.